So, wir wollen heute mit dem Eurocopter EC-130B4 fliegen. Es ist nicht ganz so einfach wie mit dem normalen BO-105. Wir müssen hier nämlich einige Dinge tun, um überhaupt den Rotor zu starten. Als erstes müssen wir mal mit dem Joystick, ich verwende ein Extreme 3D Pro von Logitech, nach oben fahren, zur Seite und dann nach oben, weil hier sind zwei Hebel, die wir betätigen müssen. Als erstes müssen wir einmal hier den Hebel mit den beiden grünen Streifen betätigen. Das ist die Rotorbremse, die wir erst einmal nach oben schalten müssen und somit ist der Rotor frei. Zusätzlich müssen wir den zweiten Hebel, den mit dem roten Streifen, betätigen. Das ist der Absperrhahn für den Kraftstoff. Den betätigen wir auch und haben wieder geöffnet. So, nun müssen wir nach unten fahren und zwar die ganzen Schalter hier einmal bedienen. Ohne die können wir nicht starten. Als erste Vorbereitung müssen wir die Batterie einschalten. Das ist der Knopf ganz oben links. Der geht an und ihr seht, jetzt gehen auch hier oben die Instrumente an. Und wir müssen zusätzlich den Generator einschalten. Zusätzlich nehme ich hier die Instrumente L1. Damit haben wir die Instrumente beleuchtet. Wir müssen auch noch den Horizont einschalten, damit das Instrument gleich auch angeht. Dann hier den Knopf mit A-Cool-Light benötigen wir auch. Und wenn wir gleich starten wollen, müssen wir natürlich auch noch die Kraftstoffpumpe einschalten. Sonst können wir nicht starten. Ich fahre jetzt mal etwas hinaus, dann können wir nämlich noch hier oben sehen, an unserem Tableau die grünen Dinge, die jetzt eingeschaltet sind. Es ist der Generator eingeschaltet, die Pumpe ist eingeschaltet, wir können tuten oder wir können das Horn auch hier ausschalten, das ist egal. Jetzt habt ihr gesehen, ist hier die Pumpe auch ausgegangen. Jetzt läuft nur noch der Generator und der Pitot. Den können wir auch ausschalten. Oder wir können ihn auch anlassen, ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. So, nun kommen wir dazu, dass wir hier auf diese Taste ganz unten links mal drücken können. Das ist ein Taster. Dann gehen alle Lämpchen an und wir können sehen, ob auch alle Kontrollleuchten leuchten. Wenn wir die loslassen, gehen die nicht betätigten Kontrollleuchten auch wieder aus. So, wir können nun starten. Zum Starten müssen wir hier in der Mitte die Entriegelung von dem Starterknopf betätigen. Und zwar ist das hier dieses kleine rote Teil, das lösen wir einmal und nun können wir auch den Startknopf nach oben drücken. Damit startet der Rotor. So, ich will jetzt mal schauen, dass wir die Instrumente wieder vor uns haben. Wir haben hier auf der oberen Seite einige Dinge, die wir uns anschauen. Hier unten sehen wir zum Beispiel die Temperatur, hier den Öldruck und ihr seht, der Rotor läuft, das ganze Gerät bewegt sich schon leicht nach links. Hier könnt ihr die Drehzahl des Rotors sehen, die jetzt bei ungefähr 250 Umdrehungen ist. So, wir sind prinzipiell jetzt bereit zum Starten. Wir können natürlich, und das sollten wir auch ruhig tun, jetzt wo der Rotor läuft, nochmal nach unten zu den Lämpchen gehen, denn wir können jetzt hier auch die Pumpe wieder ausschalten, weil jetzt der Kraftstoff von alleine angesaugt wird. So, jetzt sind wir wieder bei den Instrumenten. Wir müssen, bevor wir starten können, die Drehzahl ein wenig anheben. Wir haben jetzt hier 265 Umdrehungen. Ich gehe jetzt hier nochmal etwas näher ran, da kann man das sehr gut sehen. Und am Joystick sind es die Tasten 9 und 10, mit der wir die Drehzahl erhöhen oder senken können. Wenn ich die Taste 10 drücke, werdet ihr sehen, es geht jetzt hier die Drehzahl automatisch höher.
und wir sollten so ungefähr bei 370 Umdrehungen beziehungsweise auch knapp 400 Umdrehungen den Hubschrauber hochdrehen. So, ihr seht, dass die Eigenrotation des Hubschraubers auch größer wird. Wir können jetzt mit dem Joystick, ich schalte nochmal den HUD dazu ein und gehe hier mit dem Zoom etwas raus, damit wir auch unsere Steuerung erkennen können. So, gegen die Rotation muss ich natürlich etwas gegenhalten, das will ich auch tun und schon bleibt er in der Geraden. Ich will jetzt nochmal reinzoomen, damit wir unsere Drehzahl exakt einstellen können. Wir sind jetzt bei 384. Ich gehe noch ein bisschen höher. Ich habe also festgestellt, am besten fliegt es sich bei ungefähr 400 Umdrehungen. Jetzt sind wir bei 403, 405. Na, noch ein bisschen runter. Man muss das ein bisschen ausprobieren, dass man die Drehzahl ganz gut trifft. Also kurz über 400 schwebt der Hubschrauber wunderbar. Das ist ein bisschen Gefühl, 390, wieder ein bisschen mehr. So, jetzt können wir wieder ein bisschen gegenhalten. Ich zoome jetzt mal wieder ein bisschen raus und schalte in die Außenansicht. Nun können wir von hier aus mit dem Hubschrauber starten. So, ich hebe mal ein wenig ab und stelle die Rotorblätter etwas an. Ihr seht, man muss sofort kräftig gegenhalten. Der Hubschrauber ist nämlich nicht ganz so einfach zu fliegen wie der BO-105. Aber mit ein bisschen Übung ist das gar nicht so schwer. Der einzige Nachteil, der hier bei diesem Eurocopter 130 ist, ist, wir haben keinen Schatten. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich rechts auf dem Höhenmesser anschauen, wie hoch wir fliegen und wissen nicht, wann wir genau aufsetzen. Das geht nur nach der Anzeige. Ich versuche jetzt mal den Hubschrauber ein bisschen abzusenken und ihn gerade zu halten. Ihr seht, wir fallen jetzt auch in der Höhe schon ein bisschen ab, 75 Meter. Es geht runter auf 50 Meter. Wir müssen ihn ein bisschen auspendeln, dass er nicht zu sehr nach links oder nach rechts rumrutscht. Jetzt sind wir kurz über dem Boden. Wir sind ungefähr bei 20 Metern. Und jetzt nehmen wir ein bisschen den Hub raus und müssen jeden Moment aufsetzen. Jetzt würde ich sagen, nehme ich den Hub ganz raus und wir setzen auf. War nicht ganz so leicht. Es ist etwas schwierig, nach der Anzeige zu fliegen und gleichzeitig den Hubschrauber ordentlich im Auge zu halten. So, um den Hubschrauber wieder anzuhalten, gehen wir wieder in die Cockpit-Ansicht und wir können nun wieder mit der Taste 9 die Drehzahl herunterfahren. Und wir sehen an den Instrumenten auch, es geht deutlich runter. Das dauert eine ganze Weile, wir müssen so weit runterfahren, wie es geht. Das wird ungefähr so bei 270, 200 Umdrehungen sein. Wenn wir denn dann so langsam geworden sind mit der Drehzahl des Hauptpropellers, können wir auch wieder die Bremse reinsetzen. Wir kommen jetzt unter 300 Umdrehungen. Ich schalte jetzt mal wieder nach oben an unsere Hebel. Hier kann man das sehr schön sehen, wenn ich den Hebel mit der Maustaste nehme und ziehe den an, dann wird sofort der Propeller langsamer und er wird gleich anhalten. Zusätzlich kann ich natürlich auch den Sprit sofort abschalten, das ist eine große Hilfe. So, nun haben wir den Rotor stehen und wir sollten nun auch alles andere wieder abschalten. Alle Geräte ausschalten, die wir hier haben, um Strom zu sparen. Es kann nämlich durchaus sein, dass wir mal nicht starten können mit unserem Batteriebetrieb. Dann müssen wir eine externe Batterie aufrufen. Wir können das einfach mal tun, indem wir hier oben in die Menüleiste gehen. Und zwar bei EC 130. Hier ist Simply Extern Power.
Und schon kommt hier so ein Wägelchen mit einer Starterbatterie und wir können mit diesem Batteriewagen starten. Wenn der Hubschrauber dann gestartet ist, können wir nachher die Batterie wieder wegschalten und können letztendlich starten. So, nun geht es nur noch darum, dass ihr ordentlich übt und übt und übt. Das ist mein Lieblingsspruch, es ist tatsächlich so. Denn wenn man nicht übt, kann man auch nicht mit dem Hubschrauber fliegen lernen. Nur die Übung macht die Routine und dann macht es richtig Spaß, mit dem Hubschrauber rumzufliegen.